Also ich marschiere gerade rauf. Da muss irgendwo eine Burg oben sein. Die hätte ich gern gesehen. Also ich bin jetzt die ganze Zeit unten im Piranum gestromert. Jede Menge Restaurants. Aber so wirklich reingezogen hat sie mich jetzt nicht. Bei der offenen Hitze einfach keinen Hunger. Ja, bewegt sich nicht viel. Der Slowene bleibt bei der Hitze. Ich denke mal, es hat irgendwas mit 32 Grad. Bleibt er auch lieber zu Hause. Gegend wahnsinnig schön. Die Slowenen machen das. Überall wird gebaut, repariert, instand gesetzt. Das Flair ist italienisch. Aber irgendwie sind die Slowenen gelassener drauf. Also die sind, keine Ahnung, das sind die nordeuropäischen Südländer, könnte ich mal sagen. Die sind irgendwie nicht so hektisch, so ragazzi wie die Italiener. Na, wenn ich es jetzt darauf geschafft habe, dann habe ich mir redlich was zu essen verdient. Und sieh mal da. Da kommt dieses Bauwerk schon. Ich weiß nicht, ist das eine Burg oder nicht. Ich habe da unten gefragt, ob es hier rauf zu einer Burg geht. Nö, da ist eine Kirche. Die wollen sie sehen. Sag ich, nee, die Kirche habe ich schon gesehen. Hey, geiler Blick. Höher hinaus. Für was sind wir sonst da? Ich glaube, da sieht man dann alles von Piran. Denke ich mal, wenn man da oben ist. Eintrittsgeld kostet meistens so gut wie gar nichts. Die Kirche hat 1 € gekostet. Aha. Da ist das Tor. Immer was reinschmeißen. 1 €. Ich glaube, den werde ich noch erübrigen. Aber ansonsten wäre ich ja umsonst hier raufgelatscht. Das Ganze ist hier wie ein Rundgang angelegt. Da geht es ziemlich steil rauf. Kopf raus, verdammt. Genau, da muss er rauf. Schnaufen tue ich so, weil ich hier doch schon, verdammt, ein Zeitchen unterwegs bin. Hab noch nichts gefuttert, noch nichts getrunken. Also da nach hinten hin schaut es ein bisschen aus wie Alcatraz. Ja, werden wir mal hinten gehen. Was da? Komm, kling in hier. Mit Ausblick auf den Bolzplatz.
da sind die anderen drüben. Und das ist die Spitze vom Piran. Gassen, wo man glaubt, dass man den Leuten gleich im Wohnzimmer rumlatscht. Man kommt aber immer wieder irgendwie unten am Platz raus. Also das ist so ein ganz kleiner Weg hier. Ich glaube, man sieht es nicht richtig. Der Kopf drin, genau. Darunter. Naja, ist egal. Da gehe ich jetzt nicht runter. Ich möchte lieber wieder zur Spitze, weil ich da ein Restaurant gesehen habe, wo mir dann irgendwo eine leckere Fischplatte gereicht werden wird.